Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Videobeitrag. Im heutigen Video soll es um das Thema gehen: Treue im Network Marketing. Es ist, und ich habe es die letzten Jahre sehr stark beobachten können, schon eine Art Pest, die in der Branche, in unserer Szene umgeht. Und zwar das sogenannte Network Hopping. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Network Hopping bedeutet, dass Partner eigentlich in keiner Firma richtig bleiben, sondern immer hin und her, also von einer Firma zur nächsten springen. Das bedeutet also, bevor ein Partner überhaupt damit beginnt, etwas aufzubauen, überhaupt damit beginnt, eine gewisse Eigendynamik zu entwickeln und manchmal sogar geschweige, bis er den ersten Teampartner eingeschrieben hat, springt er schon wieder ins nächste Unternehmen. Das ist nicht nur ein Problem für die gesamte Branche, weil natürlich im Durchschnitt Halbwertszeit der Partner immer geringer wird, sondern natürlich auch ein großes Problem der Person selber, der Glaubwürdigkeit der Person selber. Stell dir beispielsweise vor, du hast eine Upline und du arbeitest mit der Upline beispielsweise schon seit 2 Jahren zusammen und in dieser Zeit bist du mit der Upline schon in 4 verschiedene Network-Marketing-Unternehmen mitgezogen. Ich verspreche dir, irgendwann wirst du darauf keinen Bock mehr haben. Es sei denn, deine Upline hat irgendwo ein ganz besonderes Argument, unterstützt dich eventuell ganz besonders gut, aber das kann eigentlich in dieser kurzen Zeit nicht möglich sein. Das heißt, zu 99,99% hast du spätestens dann keine Lust mehr. Und das ist auch wieder gleichzeitig deine Chance. Wenn du eine Upline bist, die verlässlich ist, die sich 100% auf ein Network-Marketing-Geschäft konzentriert, die seine Partner unterstützt, die loyal ist, die wirklich nur dann in eine neue Firma einsteigt, wenn es wirklich einen sehr guten Grund gibt, also beispielsweise ganz klassisch Insolvenz der Firma oder die Firma schuldet dir mehrere Provisionen oder es wird ständig der Vergütungsplan umgestellt. Oder es sind andere ständige große Veränderungen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es eigentlich kein Argument, die Firma zu wechseln. Eventuell noch, wenn das Wachstum so abgeflaut ist, so stagniert, dass die ganzen Kunden flüchten, dass der Umsatz also extrem zusammenbricht. Das ist natürlich auch noch ein Argument. Das wäre also quasi kurz vor der Insolvenz des Unternehmens. Ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, ständig die Firma zu wechseln. Es gibt nicht, was viele Networker anscheinend denken, eine noch grünere Wiese. Viele Networks machen mir so den Eindruck, haben so die Einstellung, das nächste Network ist noch grüner als das andere Network. Also was gibt es nicht? Überall gibt es Probleme. Nichts ist 100% perfekt. Also ganz wichtig, wie gesagt, ist, dass man an der Firma oder im Vorhinein schon guckt, mit welchen Produkten kann ich mich gut identifizieren, welche Firma macht ihre Hausaufgaben, kann ich mit den Vergütungsplan arbeiten, welche Unterstützung bekomme ich von der Upline, insbesondere Marketing, beim Sponsoring. Und dann wirklich sich fokussieren, geradeaus schauen, nicht nach links, nicht nach rechts gucken, sondern geradeaus wie ein Brennglas fokussieren. Auch nur so kannst du auch die nötige Energie freisetzen und dann, wie gesagt, durchstarten. Fokussiert. Und wie gesagt, ganz wichtig, weil das immer mehr in dieser Branche halt ist, dass die Leute hin und her hüpfen, sei selber ein Vorbild, bleibe deiner Firma treu. Ausnahmen, wie gesagt, es gibt wirklich triftige Gründe. Und dann ziehe es durch. Und besonders Network Marketing, ich habe es öfter schon erwähnt, machen die Partner nie das, was du selber sagst, sondern das, was du machst. Das heißt, wenn du selber hin und her springst oder vielleicht so nebenbei noch andere Network Marketing-Unternehmen tätigst, dann duplizieren das deine Partner wieder genauso. Denn deine Partner letztendlich beobachten dich ganz genau. Und sie machen das genau, was du tust. Zumindest wenn du erfolgreich Network Marketing tätig bist. Auch deswegen, wie gesagt, 100% fokussieren, 100% eine Firma, nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen. Du kannst auch nicht auf mehreren Pferden gleichzeitig reiten. Also wirklich eine Firma 100% tätigen und Gas geben. Und wenn du das tust, wirst du auch mit der Zeit auch an Glaubwürdigkeit gewinnen und auch an Anerkennung gewinnen. Und die Partner werden wirklich sehen und merken, dass du die Firma wirklich ganz genau ernst nimmst und vor allem ganz wichtig, dass du auch dein eigenes Geschäft 100% ernst nimmst. Und ich hoffe, wie gesagt, dass du diese Situation auch als Chance für dich begreifst und
dein Geschäft genauso professionell tätigst wie ein normaler Unternehmer, also nicht als eine Art Hobby siehst, sondern dort 100% seriös und glaubwürdig auftrittst.